Jo Leute, herzlich willkommen zur siebten Folge Minecraft The Craft 2. Ja, heute mal allein. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Ja, heute kam das neue Update raus mit Axolotl und was es noch so gibt, könnt ihr selbst mal auschecken. Und für diese Folge habe ich geplant, erstens mal Hausbau weiterzumachen. Ich habe mich entschieden, jetzt hier alles, was Birk ist, durch Schwarzeiche zu ersetzen, weil das gefällt mir halt besser. Und genau. Dann werde ich mal Türen einsetzen, auch aus Schwarzeichenholz. Ja, das passt dann schön. Und ja, was gibt's Neues beim Update? Ich erzähle euch jetzt einfach mal so das, was ich gerade spontan weiß. Es gibt neue Tiere, leuchtende Tintenfische, Axolotl. Und ja, dann gibt es noch ein paar neue Gegenstände, ganz viele Sachen, die jetzt erst unrelevant sind, wie ja, Grafikänderung der Erze ist, sage ich jetzt mal, nicht relevant irgendwie. Ja, dann gibt es leuchtende Gegenstandsrahmen, was auch immer die bringen sollen. Und ja, mit den leuchtenden Tintenfischen kann man leuchtende Schilder machen oder Gegenstandsrahmen halt, und die leuchten dann halt. Jetzt nicht wirklich sinnvoll, finde ich persönlich, aber genau, wenn ich halt ein Schild schreibe, weiß ich ja auch, was draufsteht, also naja. Und genau, es gibt ein neues Erz, Kupfererz, damit kann man einen Blitzstab machen. Es soll wohl ein Blitzableiter sein oder so. Genau, natürlich korrodiert das Kupfer, also es ist nicht korrosionsfrei oder wie man es auch nennt. Und dann verfärbt sich es halt so. Genau. Wie gesagt, könnt ihr selbst mal auschecken, und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich hier alles abgebaut habe. Bis gleich. So Leute, einige Zeit und zwei Steinäxte später ist hier alles abgebaut. Ja, mein Inventar ist jetzt voller Holz, wie man sieht. Ja gut, die Axt ist eigentlich so gut wie kaputt. Kann ich gleich liegen lassen. Hier die zwei lasse ich stehen, weil die sieht man ja dann eh nochmal. Ja. Das Ganze ausfüllen kann ich jetzt natürlich noch nicht. Das werde ich dann auch mal machen halt. So oft, also nicht offscreen, aber in der Folge so cutten. Aber das ist jetzt erstmal nicht meine Priorität. Wir werden zwar das Haus etwas erweitern oder beziehungsweise ja schon mal etwas einrichten. So, zwar hier, wo, also hier will ich nämlich so wie ein Büro machen. Da kommt dann ein Kartentisch und hier an die Wand so neuen Karten, also neuen Gegenstandsrahmen, wo halt Karten reinkommen. Neuen Karten. Weil darauf gibt es halt so einen Erfolg, den ich gern haben möchte. Und ja, das wird dann auch noch Ziel, den zu kriegen. So. So. Genau. So. Perfekt. Haben wir das schon mal. Seit, sag ich mal, Schreibtisch. Ist natürlich noch nicht fertig. So. Den Kartentisch, was Simson Girl mal im Wald stehen lassen hat, habe ich mir natürlich mitgenommen. Oh, lol, ein pinkes Schaf, als ob. Das muss ich gleich mal irgendwann oder irgendwie verbarrikadieren, weil sie sind echt selten.
Und ja, wo sind denn die Schwarzeichen? Falltüren. Ach. Zwei mehr brauche ich nicht. Oder wobei doch, ich brauche hier drei. Da. Ah, jetzt habe ich vier, aber was soll es? Eins für den Ofen. So. Oh. So, dann sieht es hier etwas neutraler aus. Und hier sieht es dann so aus. Ist aber ist auch so gewollt. Ja, jetzt so ein Dings mache ich nicht hin. Aber was ich hinmache, ist eine Grube, wo ich das Schaf rein tue. So. So. Schaf hier. Ja, ich kann das jetzt. Ich tue das mal schnell da einloggen. Reinloggen. Aber ich habe jetzt keinen Weizen, muss ich halt mir schnell mal etwas davon beschaffen. So. 9 Weizen. Ja, macht Sinn. Schaf. Ah. Na. Ah, das ist nicht dumm. Komm. Jawohl. So. Dass auch kein Wolf da reingeht, baue ich es zu. Gut. Dann habe ich Fichte dabei. Fichte. Fichtenstamm, 3 Stück. Das ergibt jetzt nicht viele Bretter. 16 Stück. Gut. Ja, das wäre dann halt hier eine zue Wand hinten. Oh, halt. Das ist falsch. Ah, hier schnell mal mit Erde hoch. So. Entweder mache ich die Wand, also die Karte von Boden bis hier oder bis dort. Wobei, da kommt dann noch ein Block hoch, sind dann von hier aus 3. Ja, da würde ich dann halt gern das Dach hin machen, also muss ich wahrscheinlich von Boden machen. Es geht aber auch. So, was kostet denn ein Gegenstandsrahmen? Oh, jetzt habe ich mir aus Versehen ein Zauntor gemacht. Ey, das neue Minecraft. So. Leuchtender Gegenstandsrahmen. Ihr habt ihr es dafür? Braucht ihr einen Gegenstandsrahmen und die leuchtende Tinte? Ein Leder. Also sind es 9 Leder an der Zahl. Wie viel habe ich Leder? 3 Leder habe ich. Ja, das ist. Muss ich halt noch ein Stück farmen. Und ich habe auch noch gar kein Schwert. Schwert. Also ich habe schon ein Eisenschwert, aber damit jagt man doch keine Kühe. So, ich suche jetzt mal ein paar Kühe und dann sehen wir uns gleich. Und meine Kuh, ein Leder, sehr freundlich. So, ich muss mal bei Simson schauen, vielleicht hat die was. Ah, die hat sogar eine Kiste. Aber kein Leder. Die hat nur Ziege, der, wo ich mir mal ein paar ausleihe. Ich glaube, 3 braucht man für einen Topf, oder? Okay, der Hund steht hier. Kann er ja machen. Ja, genau. So, die Ziege gebe ich hier natürlich wieder hin. Wenn ich es nicht vergesse. Ich brauche ja nur einen Blumentopf, also. Ist hoffentlich nicht zu viel verlangt. So, aber wir brauchen trotzdem noch 5-mal Leder. Ist halt immer, ja, aufwendig, irgendwelche Kühe zu jagen. Man kann natürlich auch Pferde und Lamas
töten. Aber warum auch immer bin ich davon nicht so der Freund. So. Ah, hier sind merkwürdige Berge. Ja. Autsch. Gut, ich suche mal weiter und vielleicht werde ich ja doch noch fündig. Gut, Leute, ich habe mich jetzt mal dazu entschlossen, vorüber oder erstmal die 4 Gegenstandsrahmen, die ich habe, zu bauen, aufzuhängen und genau, so. Zack, ey, dass man dann immer ganz unten ist. So, den Blumentopf. Sieht es gut aus? Ja, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn nicht, werde ich es dann auch wieder umändern. So, haben wir hier erstmal die Gegenstandsrahmen. Ja, hier den schönen Kartentisch, was halt so aussieht wie so ein Schreibtisch. Wobei, der Blumentopf ist irgendwie fehl am Platz. Ja, so. Sieht ja schon mal nicht ganz übel aus. So. Was ich außerdem noch mache, ist mir eine Axt greifen und mal die Wände vervollständigen. Und dazu baue ich natürlich die Fichten hier ab. Genau. So Leute, 20 Stämme, hier 3 Bäume abgebaut. Hoffentlich spawnen reichlich Setzlinge, weil ich hatte 2 kleine Bäume, die haben keine Setzlinge gedroppt. Und ja, so. 3, so. 1, 2, 3. Das ist ja hier dann das Dach. Also noch 1 hoch. Jeweils. So. So. Gut. Ich weiß nicht, ob ich hier ein Fenster reinmachen soll. Würde sich gut machen, würde dann aber allerdings irgendwie doof aussehen, wenn man von hier kommt. Hier ist ein Fenster, da ist ein Fenster, da ist ein Fenster. Ich glaube, ich lasse das Fenster frei. Ja, hat ja genug so Licht. Und wenn, lässt sich es auch schnell wieder beheben, also so ist es ja auch nicht, ne? So. So, als Erinnerung. Zack, zack, zack. Ja, hier ist jetzt noch alles frei. Und ich habe auch kein Fichtenholz mehr. Also an sich. Natürlich muss man dann noch mehr dekorieren, weil ja, sieht das schon etwas leer aus. Aber das lässt sich natürlich auch noch machen. So. So, ich glaube, ich baue hier noch schnell den Baum ab. Es geht fix. Ich sollte die nicht so dicht aneinander stellen. Gut. Und ja, wieder volles Inventar. Wobei, wenn ich die Fichtensetzlinge schön platziere. So. Oh, noch 2. Das ist ja sehr schön. Gut. Irgendwo, genau, das weiße Schaf. So leid, oder wobei das, was in meinem Haus rumtrampelt. So leid es mir tut, für einen guten Zweck. Ich brauche ein Gemälde. So, da haben wir das gute Gemälde. Das kommt dann hier schön an die Wand. Ne, das große wird nix. Oh. Moment, ich sollte wahrscheinlich erstmal
so eine Grenze setzen, sage ich mal. So. Gut. Damit ich dieses Gemälde schön platzieren kann. Es ist dann immer noch so ein großes. Das hier sieht doch, das ist doch schon mal besser. Es passt vielleicht nicht ganz so in den Raum, aber es sieht besser aus als nichts. Ja, und hier rechts, was wir dahin machen, entweder noch so eine Blume in die Ecke oder vielleicht doch ein Fenster in Meeresrichtung. Moment mal. Sieht doch nicht mal schlecht aus, oder? Büro mit Meeresblick? Ja, was Besseres gibt's fast nicht. Ja, hier unter meinem Haus ist vermutlich mal eine Höhle und das ist ziemlich nervig, aber tun kann ich dagegen auch nichts, leider. Ja. Ich kann leider nichts reinpacken. Gut. Gucken wir noch mal schnell, ob es Setzlinge gibt. Kein Setzling einbüßen. So, dann baue ich jetzt noch schnell ein paar Glasscheiben. Oder mache ich schnell noch ein paar Glasscheiben? Ah, stimmt. Gut, dann setze ich die hier noch ein. Zack, zack. Dann sieht es ja schön aus. Ja, hat was. Ist zwar jetzt noch lange nicht fertig alles. Aber es nimmt langsam Gestalt an. Ach, ich habe ja eine zweite Truhe. RIP. Einfach mal komplett übersehen. Und ja, das soll es auch mit der Folge gewesen sein. Ist halt meine kleine Baufolge gewesen. Aber muss auch sein, die Villa baut sich nicht von selbst. Und wenn man mal ab und zu eine Folge ins Bauen investiert, kommt man ja auch schon ganz gut voran. Und in diesem Sinne würde ich sagen, was ist mit der Folge? Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, würde mich freuen. Schreibt Kommentare. Und ja, dann haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.